Dann machst du es also? Die Screwball Challenge? Ich weiß nicht, was das ist. Niemand weiß das. Das ist ja das Tolle. Mach ein Foto von dem Code an der Wand und es geht los. Ganz einfach. Es ist für die Bedürftigen. Tja, in dem Fall. Hab's. FM! Du hast die Herausforderung angenommen. Willkommen bei meinem Stream. Ach, BTW. Jetzt, da du an Bord bist, steigen die Zuschauerzahlen wie verrückt. Und so funktioniert's. Der Matrix-Barcode, den du geknüpft hast, sendet dir die GPS-Koordinaten eines weiteren Codes in der Gegend. Hört sich alles recht zeitintensiv an. Sorry, aber ich muss Leuten helfen. Oh, lustig, dass du das sagst. Denn das hier hilft den Bedürftigen. Ganz besonders einer. Der letzte Matrix-Barcode verriet dir den Standort eines... Jetzt kommt's. Entführungsopfer. Was? Ich weiß. Erhöhte Einsatz, Alter. Ist sie nicht telegen? Gefangen. Hilflos. Wird sie verhungern? Ersticken? Zeit ist knapp. Das Internet sieht zu. Tschüss. Das ist echt übel. Sie ist irre. Aber ich muss mitspielen. Der nächste Matrix-Barcode. Der wird nicht so einfach werden. Hab's. Oh, ach Mist! Gruß geht raus an meine Fans, die gerade neu im Stream sind. Und IRL bei Buddy! Yeah! Screwball! Sind jetzt alle durchgeknallt? Während dieser Action-Szene lese ich euch ein paar Zeilen meiner Fans vor. Sag Forever sagt, liebe dich, Screwball! Dein Stream hat mich im Knast motiviert. Oh! Fancy Dead sagt, Rumpel! Wie St. Jonah Jameson absolut. Tja, schade, Jungs. Ihr müsst zurück zur Cinnamon Challenge. Tut mir leid, Spidey. Kann nichts dagegen tun, wenn meine Fans so eifrig sind. Diese Leidenschaft. Hashtag gesegnet. Hast du gerade laut Hashtag gesagt? Das ist echt fast so schlimm wie die Entführung. Über den Code solltest du die Koordinaten für den nächsten Ort bekommen haben. Beeil dich! Unsere Freundin ist allein und traurig. Da ist der andere Code. Auf zwei Gebäude aufgeteilt. Das wird knifflig. Das ist jetzt total inoffiziell. Aber offenbar wollen dir ein paar meiner Fans ein kleines Care-Paket bringen. Sie sagen, dass du voll Bombe bist. Schnapp sie dir schnell, sonst tut sich noch der Weh.
Legends heben ebenfalls ab. Toller Job für ein einfaches Foto, Mann. Jetzt solltest du die Koordinaten zu unserem Opfer haben. Rette sie, bevor unseren Fans langweilig wird. Im Entertainment heißt Langeweile tot. Ist nicht weit weg von hier. Ich muss schnell sein. Kameras. Hier ist es. Kannst du mich hören? Moment, ich reiße die Tür ein. Oh mein Gott. Spider-Man, oh mein Gott. Ich bin dir so dankbar. Für die Abermillionen Klicks gerade. Screwball. Schon krass, oder? Du solltest den Blick sehen in deinen gruseligen Augenlochdingern. Oh, schau. Noch mehr Follower! Screwball! Setz auf den Speed! TLDR! Dann sag, sie sollen aufhören! Sie recht. Wird schwierig, sie dran zu kriegen. Auch als Spinne fange ich langsam an, das Netz zu hassen. Hat sonst noch jemand gehört, dass Spider-Man tatsächlich Smogwolken sucht, um sich hindurchzuschwingen? Verhält sich so ein geistig gesunder Mensch? Ich sag Ihnen mal, was da meiner Meinung nach vor sich geht. In meiner Kindheit hatten wir Probleme mit Jugendlichen, die Kleber schnüffelten, um high zu werden. Angesichts von Spider-Mans amoralischem Charakter gehe ich davon aus, dass wir hier dasselbe Prinzip haben. Aber so etwas schadet auch dem Gehirn, was auch einiges über Spider-Man erklärt. Er schwingt sich im Smograusch durch... Hey, Kumpel. Die Station testet Feinstaub in der Luft. Es gibt sicher einen schicken Fachbegriff dafür. Aber im Prinzip ist zu viel davon schlecht. Die Messwerte sind besorgniserregend, aber inkonsistent. Wenn ich wissen will, was gespielt wird, muss ich die Emissionen in der Nähe testen. Aber ich habe andere Probleme. Das Entnahmegerät erkennt giftige Partikel. Das prüfe ich besser.
Das Dampfventil ist ein guter Anfang. Hier ist irgendwas drin, was da nicht reingehört. Mal analysieren. Silber. In Verbindung mit etwas anderem. Keine Ahnung mit was. Das scheint sich nicht auf ein Gebäude zu beschränken. Es sind viele Menschen in Gefahr. Was mir eine Probe davon wohl verrät? Salpetersäure ist auch drin, aber auch noch etwas anderes. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss ihr nur weiter folgen. Das ist weiter verbreitet, als ich dachte. Das gesamte Viertel ist in Gefahr. Stinkt zum Himmel. Mal sehen, was drin ist. Wieso klingt das so vertraut? Ethanol. Warum hört sich das so vertraut an? Quecksilber mit Stickstoff und Ethanol. Ich muss weiter der Spur folgen. Wenn das vorbei ist, alarmiere ich die Gesundheitsbehörde, damit sie die Anwohner untersuchen. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Aus diesen Fässern lecken ätzende Chemikalien in die Kanalisation. Ich muss sie sauber machen. Schnell! Das Calcium und Silizium im Beton machen ihn zum idealen Absorptionsmaterial. Ich muss wohl ein Chaos anrichten, um das Chaos zu beseitigen. Einer weniger. Das Zeug einatmen? Nicht gut! Cool, das funktioniert. Muss über diesem Zeug bleiben. Nur noch ein paar Fässer mehr. Thank you.
Das hätte schlimmer enden können. Das ist ein guter Grund dafür, dass Harrys Forschungsstation offen bleiben muss. Rhino hat mich fast getötet, bis ich ihm den Hornsplitter abgebrochen habe. Dann wusste ich, woraus sein Kostüm war. War trotzdem nicht einfach, ihn zu schlagen. Mein Rücken tut weh, wenn ich nur daran denke. Der Drogenhandel ist nach Fisk aggressiver geworden. Ich muss ihn ausradieren. Vorsicht! Heute Nacht will ich dir den Kram breche! Zerquetscht ihn! Runter! Ah, Fisk hatte diese Möchtegern-Pusher im Griff. Moment, was ist das für ein Gefühl? Sollte ich ihn vermissen? Nein! Wenn ich ein Cop wäre, ich würde mich lieben. Anonyme SMS, leichte Festnahme, bumm, Job erledigt. Consolidated Shipping. Jeff, ich bin da. Was siehst du? Finde die anderen. Der Boss will sie tot sehen. Anscheinend wollen die Dämonen Fisks Revier übernehmen. Kommst du klar? Ich komm klar. Oh.
Gute Nacht! You're in those shallows! Take an arm! Ihr habt, was ihr wolltet. Ihr müsst uns doch nicht umlegen. Fisks Territorium gehört uns. Nicht heute. Was hat sich gebaut? Achtung, er hat eine Drohne! Hi, Willy. Du. Netter Overall. Macht echt schlank. Halt dich aus meinen Geschäften raus. Warte, die Dämonen. Wer ist die Anführer? Rette meine Männer, dann sag ich's dir vielleicht. Schurken vor anderen Schurken retten. Ich hatte mir den Tag irgendwie anders vorgestellt. Ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Die bin ich los. Alles okay? Ja. Ja, danke. Muss die Überlebenden schnell finden. Hey, Dickerchen. Another knife!
sie erledigt. Aber klar! Hol dich aus! Ich wehr sie ab! Ich geh nirgendwo hin! Ihr beiden bleibt hier und wartet auf die Polizei. Fisk, deine Männer sind sicher. Du bist dran. Wer führt die Dämonen an? Vielleicht ist er da, vielleicht aber auch nicht. Sieh mal auf dem Dach nach. Ich habe das kryptische Gerede von Fisk vermisst. Komm schon! Nein, 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 nein! Passiert? Ja. Mir wird hier gerade ein Helikopter mit einer Abrissbirne gemeldet. Ja, die Sache mit den Dämonen wird kompliziert. Warte ab, Yuri. Ich schaffe das. Bitte, lass mich das schaffen. Ich weiß. Du musst den runterholen. Ich weiß. Könntest du das Superhelden-Ding beschleunigen? Ich arbeite dran, Yuri. Ich melde mich. Meine Chance. Hoffentlich überlebe ich das. Ist das die Maschine nach Newark?
Was ist euer Masterplan? Fisk zu ersetzen? Fisk ist nur der Hammer! Ein Motor ist aus. Jetzt der zweite. Ich muss Sie bitten, den Helikopter zu landen, Sir! Ich brauche einen Plan. Und zwar schnell. Schätze, das ist der Plan. Komm schon, Pete, du schaffst das. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Bitte vermassel das nicht. Die Masken sind echt toll. Wo habt ihr die her? Cool, danke. Haben die eine Website? Whoops. Hey, Yuri. Ich hab die bösen Jungs, aber... Aber was? Besorg dir lieber eine Leiter. Hey, Miles. Hey, Fanboy. Ich bin zu spät. Kommst du? Nein, ich muss zum Rathaus, zu der Zeremonie. Oh, stimmt. Sag deinem Dad meinen Glückwunsch. MJ, hat die Zeremonie schon angefangen? Sie sind noch bei den Vorbereitungen. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bin gleich da. So ein Raketenwerfer weckt einen auf! Die Dämonen brauchen mal Urlaub oder so. Die sind viel zu angespannt.
Bewaffneter Raubüberfall. Alle Officer in Nomad, bitte melden. Ein gepanzertes Fahrzeug an. Bitte nach Madison. Die Dämonen legen einen Gang zu. Geld kann man auch einfacher verdienen, Jungs. Auch weniger destruktiv. Ich hab sie! Ich komm nicht raus! Einen Panzerwagen ausrauben ist eine Sache. Aber hier geht es um Menschen. Ich muss die Dämonen aufhalten. Das war... krasses Erlebnis. Und kein gutes. Sehr schön. Meine Unterarmnetze. Ich dachte, ich könnte auf kurze Entfernung schneller gleiten, aber sie haben nie richtig funktioniert, sahen aber cool aus. Spider-Man, the situation's under control.